Hallo Panda Freunde, mein Name ist Jack Panda und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist der Liners. Moin. Und Leute, heute ist mal kein normales PvP-Video, sondern ein kleines Aufklärungsvideo. Nämlich zu Varo 2. Ja, es ist zwar lange her, aber ich möchte trotzdem ein bisschen was klären, was mir auf dem Herzen liegt, dass es hoffentlich ein paar mehr wissen. Und zwar geht es darum, um den Fight zwischen Hashtag 4Damage und Hashtag Teamfar und wie heißt die? Team, ich weiß gerade nicht, zwischen dem Team, ja, 4Damage und Balui und Early Boy, um den Kill um Early Boy geht's halt. Dass der liebe Tubination den Kill eigentlich nicht gemacht hat, sondern wer ganz anderes. Aber Leute, wir sehen uns, wenn, in meinem Browser wieder. Bis gleich. So Leute, hier sind wir jetzt erstmal in Tubination Sicht, also Hashtag 4Damage. Team Unfähig hieß das gerade, by the way, das Team. Und ja, Leute, wir gucken uns jetzt an, aus seiner Sicht. Möchte man. Ja, ich auch. Lass mal von hinten angreifen, komm mal von hinten, da ist ein kleiner Hügel. Da kannst du chilliger hoch. Die haben echt Equip, sag ich, das ist wirklich so extrem für uns so. Haben die TNT platziert? Die platzieren TNT. Lol. Lol, er fällt. Ah, nee, doch nicht. Ich hab ihn getroffen. Nice. Und jetzt. Ihr habt vielleicht das Ping gehört, der Bogenschuss. Und Early ist tot. Alle denken jetzt so, ja, Tobi, ja, was willst du uns jetzt sagen? Tobi Nation hat ihn gekillt. Wow. Nein, hat er nicht. Das will ich euch jetzt weil auch erstmal. Den Tobi Nation abbekommen hat, hat jemand ganz anderes abbekommen. Ja, den hat nämlich ein ganz anderer Spieler abbekommen. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt mal zu Baluis Sicht, der ist hier. Das mache ich jetzt mal weg, das brauche ich nicht gerade nicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt aus Baluis Sicht an. Wo sind sie? Sorry, das ist der zweite Aufnahmeversuch, deswegen. Du hast noch. Warte, hier Nachschub. Degi läuft hier zu. Hier, hast du Pfeile? Ich hab dir da Pfeile gelegt. Aufpassen, wenn sie näher kommen. Behalt die Namen im Auge. Ich sehe sie halt gerade nicht. Ah, da. Sobald sie unter uns sind, sag Bescheid. Einer ist unter uns, direkt unter uns. Zünde! Nein. Das zündet hier oben! Back here! In Deckung, Balui! So eine Kacke, was hast du gemacht? Wir Idioten! Du bist so ein Lappen! Wait a minute! Jetzt noch einmal in. Wait a minute! Man ganz genau sieht. Was haben wir denn da Leckeres gesehen? Hat nicht die sogar der liebe Balui seinen eigenen Teampartner aus der getötet? Gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Oben! Bye, Herr Sebastian! Was hast du gemacht? Idioten! Du bist so. Stopp! Ein Lappen! Nein, ich hab verkackt! Chat, sorry. Warum Chat? Nochmal. Ein Lappen! Och Mann! Verkackst zweimal. Idioten! Du bist so. Stopp! Da ist Tobis Pfeil. Genau hier müsste Tobis Pfeil sein, oder? Also irgendwo. Ja. Man kannst, du kannst vielleicht noch ein bisschen kurz lassen, dann sieht man ihn vielleicht noch. Also kurz, nochmal kurz. Ein Lappen! Ah, aber nein, besser gesagt. Auf 0,2 besser gesagt, wieso hat eigentlich Balui Schaden bekommen, wenn der Fall von Stegi, das seht ihr sogar. Ja! Guck mal, Stegis Fall. Da war Stegis Fall. Da kam gerade Stegis Fall. Und was ist das hier für ein Fall? Welcher Fall ist das hier? Das ist Tubinations Fall. Dieser Fall hier vorne ist Tobis Fall. No. Und den trifft der liebe Balui. Das heißt, den Kill hat der liebe Balui an Early Boy gemacht. Außersehen, weil da immer steht, Spieler ist gestorben, weil die das da noch nicht eingefügt haben. Und den Pfeil von Tobi hat der liebe Balui bekommen. Deswegen geht der Kill von an Early Boy an Balui. Und ja, der Kill an Balui geht halt an. Von Balui. Der Kill an Balui geht halt an Stegi. Deswegen geht eigentlich in diesem 2v2 Tubination ohne ein Kill raus und Balui mit einem Kill dazu. Das wollte ich euch nochmal erklären, weil es mich wirklich, ich will, dass es dafür vielleicht mal ein paar mehr wissen, weil ganz viele Messer würde ich glauben und deswegen wollte ich es mal hier mit einem wirklichen Beweis
zeigen, dass es wirklich so ist. Und ja, wir sehen uns dann nochmal kurz in-game, um die Abmodi zu machen. Bis so Leute, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Und schaut beim lieben Liners vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und Leute, ich streame jeden Tag, jeden Wochentag, also von Montag bis Freitag um 18 Uhr bis 20 Uhr. Und am Wochenende von 16 Uhr bis 23 Uhr. Kommt auf meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und einen schönen Fun-Attack. Bis dann und... Ciao.